Wir wollen das Essen hier noch verkochen. So. Und jetzt wollten wir gleich zu den Pigmen. Dafür brauchen wir Platz. Dafür brauchen wir viel mehr Platz. Ne, da ist kein Gold. Hier ist das Gold. Wir kriegen gleich keine Steine, sondern Steinblöcke, wenn wir die abreißen. Wir brauchen den Hammer. So. Und ein Holz können wir hier so hinlegen. So. Jetzt haben wir zwar nur 3 Inventarplätze, aber das müsste eigentlich reichen. Wir sammeln ja nur die Steinblöcke ein, die Bretter, die haben wir ja schon. Nehmen also keinen Platz mehr weg. Und die Schweinehäute. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Pigmen auch wirklich da sind, wo ich sie vermute. Ist ja schon ein paar Folgen her und ich vergesse sowas ganz gerne. Aber ich glaube, die waren hier in diesem hellgrüneren Bereich. So. So, Werkzeug könnten wir auch mal ein wenig sortieren. Also Speer, Slot 1. Pickaxe, 2. Slot. Okay, die Samen nehmen wir mit. Axt, 3. Slot. Das Autoparsing funktioniert nicht wirklich gut. So. Oh, und die nehmen wir mit. Davon haben wir ja kaum welche. Von den Sticky-Büschen. Schon ist noch ein Inventarplatz belegt. Das ignoriere ich mal gekonnt. So. Jede Menge Flint und Gold. Das interessiert uns erstmal nicht. Wir wollen schließlich heute dann noch hinkommen und wieder zurückkommen. Oh, da ist ein Tentakelstachel. Den nehmen wir mit. Schon haben wir gar keinen Platz mehr. Ich bin echt genial. So. Noch weiter nach oben. Also was sortieren wir denn mal aus? Den einen Tanzapfen. So. Da sind noch mehr Sticky-Büsche, aber die müssen erstmal warten. Denn wir haben jetzt schon fast die Hälfte von dem Licht verbraucht. Achso, ich war gerade am Sortieren von den ganzen Sachen. Hammer in die Hand. So, also 1 ist jetzt für Notfall angreifen, 2 ist Pickaxe, 3 ist Bäume hauen, 4 ist Stümpe rausziehen. Okay. Jetzt sind wir auf der Insel mit den Schweinen, jetzt müssen wir sie nur noch finden. Ich denke mal, wenn wir dem Weg hier folgen, müssten wir eigentlich in den hellgrünen Bereich kommen. Da wir schon mal einen Bärenbusch, den wir mitnehmen könnten. Und ich höre Schweine. Also, ein Schwein. Ah, sehr gut. Wir reißen nun mal ganz kurz eure Hütten ab. Und du isst bitte nicht die Schweine heute auf. Das ist echt makaber von euch. Wir wollen immer gleich dahin laufen, das aufessen. Also wir kriegen anscheinend immer genau die Hälfte von den Ressourcen. Also jedes Mal 2 Schweine heute. Da scheint nichts random mit drin zu sein. Oh, Stack ist voll. Das auch? Okay. Dann isst man das Fleisch. So, und nimm das jetzt mit. Das heißt, für alle 2 Häuser, die wir abreißen, können wir 1 wieder aufbauen. Ist nicht so die Superquote, aber es muss reichen. Dann müssen wir halt immer wieder Schweine umbringen, um an den letzten Schweine heute ranzukommen. Dann haben wir auch bald unser Schweinedorf. Wobei ich diesmal auch darauf achten werde, dass ich eine Hütte auf jeden Fall schön weit abseits setzen werde. Wenn nicht sogar 2. Nein, nicht klauen. Also eine Hütte ganz oben links, eine Hütte ganz oben rechts und irgendwo ein richtiges Schweinedorf. Damit ich die einzelnen Hütten immer schön abfarmen kann, die Schweine, die da rauskommen. So, das war's, glaube ich. Ja, schaut gut aus. Dann nehmen wir noch das mit. Und es wird gleich wieder dunkel. Schnell zurück, ganz schnell zurücklaufen. Wir ignorieren die Schweine, wir ignorieren die Bärenbüsche, wir ignorieren die Steine, die Sträucher und alles andere auch. Haben wir denn für Notfall was dabei, um schnell eine Fackel zu machen? Nein, ich habe gerade das Gras weggeworfen. Das ist nicht so gut. Haben wir hier irgendwo noch ein Lagerfeuer? Nein, haben wir auch nicht. Okay, wir müssen uns von irgendwas trennen. Die hier zum Beispiel. Und müssen gleich ganz schnell irgendein Bündel Gras aufsammeln, damit wir eine Fackel machen können. Also 2 Bündel Gras aufsammeln. Karte sagt, hier gibt es nur 3 Bündel Gras auf der ganzen Insel. So, dich nehmen wir mit. Und da unten ist noch einer.
hier. So, jetzt können wir jederzeit die Fackel machen. Sehr schön. Wir rennen aber einfach mal weiter in der Hoffnung, dass dieser kleine Fitzelchen hier reicht, um noch nach Hause zu kommen. Was ich irgendwie bezweifle. Essen wird ignoriert, Flint wird ignoriert, Gold wird ignoriert. Einfach weiter laufen. Laufen, 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 laufen. Ist hier schon die Brücke? Ja. Sehr schön. Das könnte hinhauen. Ah, wir haben gut Beute gemacht. 18 Steinquader, 10, 17 Bretter und wie viel Pigskin? 12 Stück. Also wir können jetzt 3 Hütten aufbauen. Ist doch okay. Zeit ist knapp. Aber eigentlich müssen wir gleich schon unsere Basis sehen können. Da ist unsere Baumfarm. Da ist unser Lagerfeuer. Sehr schön. Kohle einsammeln. Und Feuer anmachen. Oh, das war knapp. Also ja, wir hätten jederzeit die Fackel anmachen können, aber muss ja nicht sein. So, den Tentakel ersetzt erstmal unser Speer. Speer bleibt hier bei den Werkzeugen. Auch wenn wir die alle mal einsortieren könnten. Wozu haben wir die nicht Biokisten, wenn nicht für sowas? Du da rein, du in die Hand. Du da rein. Warum nimmt das mal wieder aus der Hand? Du da rein. So, die Kohle kann da liegen bleiben. Gut. Der Rasierer noch in die Kiste. Der Hammer zurück in die Kiste. Und den Rest verbrauchen wir gleich, um die Schweinehütten aufzubauen. Unsere Sticky-Büsche, die können wir noch setzen. Da. Da und da. Kein neuer Hase, schade. Dünger war linke Kiste. Jo. So, da werden wir gleich auch neue Farmen bauen können. Ne, wir haben kein Gras mehr. Nee. Was sagt unsere Grasfarm? Unsere Grasfarm sagt meh. Ist leer. Und den Baum da sollten wir niemals angreifen. Das ist nämlich der schlafende End. Und die müssen wir uns auch noch kümmern. Du kommst mal mit. So, Essen. Wie schaut's essenmäßig aus? Geht so. Verkoch mal ein paar davon. So. Dann hast du auch gleich wieder einigermaßen Lebenspunkte. 76, nicht die Welt, aber sollte fürs Erste reichen. Und wir können unsere Farm neu bestücken. Ein Kürbis. Da können wir wieder eine Kürbislaterne bauen. Ich wollte immer noch testen, ob die jetzt mit der Zeit verschwinden oder nicht. Letztes Mal konnten wir es nicht überprüfen, weil das halbe Lager abgebrannt war. Oder wir angegriffen wurden oder irgendwas in der Richtung. Muss auf jeden Fall neu getestet werden. Und neuer Tag. Sehr schön. Dann schnappen wir uns die beiden Karotten hier. Der End streckt sich, was immer recht beunruhigend aussieht. Und das ganze Gras kommt mit. So, wo wollen wir jetzt die Schweinehütten hinbauen? Also, nicht zu nah ans Lager. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Das heißt, hier könnten wir die erste Schweinehütte hinstellen. Die wird dann jeden Tag abgefarmt oder fast jeden Tag. So, hallo Schwein. Hallo. Aber wie war das? Wir wollten die mit Essen anködern. Schwupp. Genau. Was hast du davon, wenn du unser Essen klauen willst? Oder so ähnlich. Also das ist Schweinehütte Nummer 1. Dann nehmen wir nochmal eine Hütte weiter südlich von unserem Lager. Also hier so ungefähr. Lager ist da. Die Schweinehütte wird gar nicht angezeigt. Ja, komisch. Na gut, wir hätten jetzt gerne hier auch eine Schweinehütte. So, schmeißen denselben Köder wieder aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Zack, 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 zack. So. Ich fühle mich jetzt kein bisschen gemein oder so. Und jetzt noch eine Schweinehütte östlich. Das heißt, wir könnten dann jeden Tag 3 Schweinesteaks abfarmen. Wenn wir es denn wollen. Und die Chance auf neue Schweinehäute, die wir ja brauchen, um das eigentliche Schweinedorf aufzubauen. Das Schweinedorf hätte ich da ganz gerne für so eine Art Angriffstrupp.
den ich immer wieder abholen kann, wenn ich die fütter. So, du. Nein, ich. Gieriger Wilson. Schwein? Hier ist ein Kürbis. Hier ist ein Kürbis. Ah, sehr gut. Wir haben Kiwi getötet. Ich dachte, die hätten immer Römernamen. Kiwi klingt nicht gerade sehr römisch. Aber gut. Also, drei Hütten stehen. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die jetzt noch über sind, die Steinblöcke zum Beispiel und die Bretter, können wir alle wieder in unsere Kisten packen. So, was liegt als nächstes an? Wir brauchen ganz viele Kochtöpfe. Die Kohle dafür müssten wir eigentlich haben. Oh, wir haben alles dafür. Sehr schön. Die bauen wir mal einfach hier oben so hin. Nummer 1. Ich hasse dieses Platzierungssystem. Schräg nach oben versetzt den nächsten. Und so. Jetzt haben wir drei Stück. So, wie war das? Zwei Honig und irgendein Fleisch. Wir haben kein billiges Fleisch mehr. Müssen wir ein bisschen jagen gehen. Du gehörst hoffentlich dahin. Jo. Und alle anderen hauen ab. Ja, wir müssen definitiv ein paar neue Fallen bauen und dann herausfinden, wie wir aus den gefangenen Kaninchen Fleisch machen können. So. Du gehörst zu dem Loch. Jo. Kommt wieder raus. Wir tun euch nichts. Wir sind ganz lieb. Dieser komische Tentakel-Stachel-Dingens da ist nur zur Deko. Oh, du gehörst bestimmt zu dem Loch da oben. Auch eine gute Idee, Hasen zu fangen, könnte sein, dieses Blasrohr zu benutzen. Da schläfert ja nur ein und tötet nicht. Das heißt, die anderen Hasen laufen dann vielleicht gar nicht erst weg. Auch ein Test wert. So, du gehörst zu dem Loch oder zu dem Loch? Guck mal. Richtige Entscheidung. Sehr schön. Wir haben jetzt viel Fleisch. Also wir können schon mal zwei Kochtöpfe mit diesem Honigbraten bestücken. Den wir immer noch nicht testen konnten. Und du nervst so dermaßen. Du trampelst jetzt sogar von unseren Feldern rum. So, du. Eins, zwei. Eins, zwei Honig. Kochen. Eins, zwei. Los. Bleiben hoffentlich da drin. Ja, tun sie. Eins, zwei. Kochen. Und die anderen beiden Honig stelle ich schon mal vorsichtshalber da rein. Sehr gut. Samen bräuchten wir. Hier neue. Da und da. Kürbis kann die Biotonne. Ah, genau. Und unsere Bienenhütte wollten wir auch noch aufstellen, damit wir immer schön fleißig neuen Honig bekommen. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen 4 lebende Bienen. Da ist der Haken. Und wir haben nur ein Spinnennetz. Also wir müssen die Tage anfangen, Spinnen zu farmen. Um an die Netze ranzukommen. Ja, okay. Und wir haben keine Kohle mehr. Ja. Warum gehe ich eigentlich immer halbe Tage lang Kohle hauen, wenn die nach einem Tag gleich wieder weg sind? Aber na gut, kann man wohl nicht ändern. Oh, da ist gerade Sticky fertig geworden. Und noch einer. Noch einer. Und noch einer. Sehr schön. Die werden also auch nicht zufällig gespawnt, sondern haben eine bestimmte Zeit, in der sie respawnen. Und da wir direkt hintereinander angepflanzt haben, respawnen sie auch direkt hintereinander. Das Gras allerdings ist irgendwie komisch geworden. Ich hätte schwören können, das ging früher schneller. Na gut, sammeln wir, solange wir Licht haben, noch die paar hier außen ein. Damit wir damit ein bisschen rumexperimentieren können. Oder irgendwas bauen. Die Panflöte zum Beispiel könnten wir mal austesten. Was wir dafür brauchten. Müssen wir zur Forschungsmaschine? Panflöte. Ein Seil, 10 Schilfrohr. Wir hätten gerne ein Seil. Und wir hätten gerne 10 davon. Das Ding müssen wir erstmal erforschen. Und braucht 200 Punkte. So war das doch. Ja, genau. Also erstmal eine ganze Weile forschen. Und da wir nur eine Forschungsmaschine haben, dauert das auch recht lange.
mit einem Grund, warum ich die zweite Forschungsmaschine auch noch haben will. Damit wir mal ganz schnell hin und her klicken können. Ja, das dauert zu lange. Aber was brauchen wir für die einfache Forschungsmaschine? Wir brauchen 4 Steine, 1 Gold. Das haben wir doch bestimmt. Ja, da war es doch. Steine, Gold, einfache Forschungsmaschine. Direkt daneben geht nicht. Da geht, aber dann wird das Feuer bedeckt. Das will ich nicht. Du, wir stehen im Weg. Du. Da ist doch okay. So. Also wir hätten gerne dich verforscht. Das geht doch schon wesentlich schneller. Sehr gut. 156. Okay. Was bringt eine Karotte? Oh, die sollten wir doch mal essen. Ich vergesse immer Wilsons Magen. Den nimmersatten Magen. Die Samen können wir auch noch verkochen. So. Und jetzt haben wir erstmal einen neuen Tag, also auch einen neuen Cut. Bis gleich.